dürfte eigentlich nicht passieren, aber es passiert, weil sonst würde das ja nicht passieren. Da könnt ihr nämlich eure Lebenszeit des Harzes um einiges verlängern. Einen wunderschönen guten Morgen. Es wird ernst. Gucket. Es geht ums Osmosewasser. Es wird langsam Zeit, das Ding zu fluten. Oh yes. Kommt zwar noch was anderes dazu, aber muss erst noch Stein aufbauen und so rein. Aber kommt ja noch. Aber wir müssen ja mal Wasser auch mal anfangen zu machen. Also Anfängerserie heute. Ja, genau. Habe ich jetzt vergessen zu sagen, aber Tobi ist ja dafür da. Ja, es ist halt, ich bin schon wieder so euphorisch. Wasser ist mit das Wichtigste überhaupt, weil wenn das Ausgangswasser bescheiden ist, dann kann das bescheidene Wasser ja nicht besser werden. Ja, weil wenn da sauberes Wasser, Salz dazu, habe ich die besten Voraussetzungen. Wasser beschissen, sind die Voraussetzungen halt schon mal minimal beschissen. Hey, klingt logisch. Diesmal kein langer Hehl drum, Osmoseanlage. Das heißt, wir brauchen einen Waschmaschinenanschluss zu Hause, wo man das Gerät der Wahl, der Qual hinbauen kann. Das ist dann schon mal das Erste. Wir bieten die an, wir haben die hier im Geschäft, wir haben die im Onlineshop. My Aqua 180.900. Kommt da jetzt drauf an, habe ich ein kleines Becken, reichen mir vielleicht 190 Liter. Habe ich vielleicht ein bisschen größeres Becken, habe ich 380 Liter. Oder habe ich ein großes Becken oder ich habe ein kleines Becken und habe keinen Bock zum Baden. Nehme ich die 1900er. Was macht eine Osmoseanlage, Michel? Im Endeffekt gebe ich hier das normale Leitungswasser. Dann haben wir hier einen Feinfilter. Das heißt, das Leitungswasser kommt in den Feinfilter. Steinchen, Partikel, wird da vorgefiltert. Dann geht es von dem Feinfilter in den Kohlefilter. Kohlefilter, Pestizide, Chlor, was drin sein könnte, um schädliche Sachen eben aus der Membrane vorzuhalten. Das heißt, nach dem Kohlefilter kommt dann die Membrane. Die Membrane spaltet sozusagen auf durch Druck, durch den osmotischen Effekt, filtert das dann sozusagen die Stoffe, die wir nicht wollen, in den Abwasserstrang. Also die gehen durch die Membrane nicht durch, sondern da geht nur das reine Wasser durch mit 99%. Dieses 1% sind dann nur Sachen, die sie nicht zu 100% ausfiltern kann. Da kommen wir aber gleich dazu, was man dann da dagegen noch macht. Wichtig ist jetzt bei den zwei ersten Anlagen, wir brauchen einen Waschmaschinenanschluss. Wenn ich den Waschmaschinenanschluss nicht dauerhaft besetzen kann, weil im Bad, weil ich keine Möglichkeit habe, im Keller das Ding da dauerhaft hängen zu lassen. Weil ich auch mal waschen will vielleicht. Genau. Entweder ich baue mir halt ein Y-Stück hin, wenn ich das haben möchte oder machen kann, dass es dauerhaft dranhängt, wäre halt besser, weil die Membrane nie austrocknen darf. Das heißt, wenn ich das Ding abstecke, muss ich es so abstecken, dass immer Wasser drin ist. Und wenn ich es dann nach einer Woche erst wieder anschließe, muss ich halt die ersten 10, 15 Minuten definitiv alles weglaufen lassen, weil es könnten ja Verunreinigungen reingekommen sein, Bakterien oder sonst irgendwas, die durch den nicht mehr vorhandenen Druck durch die Membrane trotzdem durchwandern. Deswegen dann immer erst verwerfen. Was dann noch erschwerend dazu hinkommt, das vergessen viele. Diese Osmoseanlagen brauchen einen Mindestbetriebsdruck, also einen Wasserdruck im Haus von 3 bis 8 Bar. Der ideale Wasserdruck wäre eigentlich 4, 5 Bar, mehr sollte man eigentlich auf der Hauswasserleitung nicht haben, was ich jetzt so weiß. Dann funktioniert es auch, dass sie diesen Schnitt von 1 zu 3, 1 zu 4 hinkommt. Also 1 zu 3, ein Teil Reinstwasser, Osmosewasser und 3 bis 4 Teile Abwasser. Also 1 Liter Osmosewasser sind 3 bis 4 Liter Abwasser. Was kann ich mit dem Abwasser machen? Pflanzen gießen? Ja, es ist jetzt nicht schlechter. Es wird ja trotzdem fein gefiltert und Kohle gefiltert. Es hat halt mehr Stoffe drin, also Carbonaten, sonst irgendwas, weil halt sich das aufspaltet. Also das heißt, bevor ihr jetzt sagt, okay, mir reicht eine 190er, würde ich erstmal gucken, ob ich überhaupt ausreichend Wasserdruck habe. Aber wenn ich dann nur 2 Bar Wasserdruck habe, weil ich vielleicht im 5. Stock wohne, dann wird das nicht ganz so funktionieren, wie es funktionieren sollte. Wie messe ich das? Bei mir im Haus ist es so, dass im Keller, wo die Wasserleitung reinkommt, da ist ein Druckminderer dran und da steht dann halt der Druck. Wenn da schon bloß 3 Bar stehen und wie gesagt, ich wohne im 5. Stock, dann wird bei mir wahrscheinlich keine 3 Bar mehr ankommen, weil pro Höhenmeter lässt der Druck auch nach. Und dann hast du nur Winkel und. Notfalls müsste man halt sich mal einen Druckmesser kaufen und den dazwischen bauen. Oder man hat in der Mietwohnung irgendwo auch, wo die Wasserleitung reinkommt, wo der Wasserzähler ist, vielleicht auch nochmal so ein Druckmesser dran. Das ist bei der Fall und bei der 380er der Fall. Warum ist das jetzt bei der 1900er kein Problem? Weil die 1900er eine Pumpe drin hat, eine Boosterpumpe, die dafür sorgt, dass der ideale Wasserdruck anliegt. Das heißt, die zieht sich das Wasser und erhöht dann den Druck vor der Membrane, um den idealen Wert hinzubekommen. Deswegen hat die teilweise einen Schnitt von 1 Liter zu 0,78, glaube ich. Die schafft halt bis zu 1900 Liter in 24 Stunden. Das ist halt der Unterschied. Kostenpunkt? Die 380er 53,90, die 190er 44,90 und die 1900er, ich glaube 299,90. Ich habe hier Feinfilter, Kohlefilter,
Feinfilter, Kohlefilter, Kohlefilter, Membrane. Die arbeitet mit zwei Kohlefiltern. Diese Vorfilter, sagt der Hersteller, sollte man eigentlich so im vierteljährlichen, halbjährlichen Turnus tauschen. Weil Kohle hat nur eine gewisse Aufnahmekapazität von Stoffen. Das heißt, wenn das Ding voll ist und ich schicke dann was rein, geht es durch. Das heißt, es landet in der Membrane. Wollen wir ja nicht. Ja, dann gehen dann durch die Membrane mehr Stoffe durch. Dann muss ich irgendwann die Membrane auch tauschen. Membrane hält je nach Bedarf, was ich durchschicke. Wenn die im Jahr, keine Ahnung, kontinuierlich läuft, dann werde ich wahrscheinlich alle Jahre eine Membrane brauchen. Wenn die halt gelegentlich läuft, einmal die Woche, zweimal im Monat, wenn sie nicht trocken wird und immer wieder gespült wird, hält so eine Membrane 3 bis 4 Jahre. Ist sowohl bei der als bei der auch so. Da brauche ich jetzt nicht großartig rumtun. Ich lasse die jetzt auch drin. Wie gesagt, die sieht wie auf dem Bild aus, wenn ich die jetzt auspacke. Ich habe dann hier Wasser rein. Dann geht es durch und dann habe ich hier Abwasser und auf der anderen Seite Reinstwasser. Welche bauen wir denn ein? Na ja, gut, einbauen in dem Sinne tun wir sie jetzt nicht, weil die kommt ja nicht in den Schrank, sondern die kommt ja dahin, wo ich meinen Wasserhahn, Abwasser habe, weil ich muss ja den Hahn haben und dann brauche ich ja die Möglichkeit, dass ich das Abwasser auch wieder irgendwo hinlaufen lasse oder auffangen kann. Deswegen kommt es bei uns eigentlich hinten ans Waschbecken mit hin, aber da haben wir halt noch von früher unsere, bevor es die gab, haben wir die gehabt. Und die laufen halt nur. Da würde ich dann bloß hintergehen und würde euch dann zeigen, wie das Ganze aufgebaut aussieht. Weil ich baue jetzt nicht noch eine dritte hin. Bloß, dass wir es mal sehen. Sieht jetzt so aus. Das sind Zubehör, Accessories, sprich Schlauch, Netzteil. Es ist ein TDS-Messgerät drin, um zu messen, was für Mikrosiemens hinten rauskommt. Was beschreibt dieser Wert? Leitwert. Leitwert ist höher, umso mehr Mineralstoffe, Salze drin sind, weil die leiten. Weil Osmosewasser, totes Wasser, leitet so gut wie nicht. Und umso höher der Wert ist, umso mehr Salze gehen durch die Membrane durch, was ja wiederum schlecht ist. Sprich, je höher der Leitwert, desto du beschissen ist die Anlage. Effektiv ist das ganze System. Ja, Schlauch für Reinstwasser, Abwasser. Schlauch für Zulauf. Der ist dicker, da muss ja auch mehr Wasser rein. Und dann haben wir hier noch das ganze Zubehörgedöns für den Wasserhahnanschluss und für den Abwasserschlauch, wenn ich es fest montieren will, für den Siphon unten, kann ich das hinschrauben, wo es Loch rein und stecke den Schlauch da rein. Dann ist es sauber verräumt und aufgeräumt, dann kann nichts mehr rausrutschen oder sonst irgendwas. Ist alles dabei. Ein Schlüssel zum Kartuschentauschen und eine Bedienungsanleitung. Das heißt, die kommt bei euch hier so schön verpackt an. Die Steuereinheit, da wo alles drin verkabelt und verschlaucht ist, das ist der Kopf des Ganzen. So, jetzt haben wir halt noch keine Kartuschen dran. Das heißt, ich würde gleich auf das Thema auch eingehen. Wie gesagt, für die Kleinen gibt es die Tauschkartuschen auch bei uns zum Bestellen als Set. Mit Membrane, ohne Membrane, das könnt ihr dann selber entscheiden, was ihr braucht. Das heißt, wir haben jetzt hier noch jeweils die Kartuschen. Hier habe ich PP Feinfilter, Kappe runter. Draufstecken, reindrehen. Einschnappen lassen, fertig. So kommt jetzt dann eine nach der anderen rein. Jetzt schon mal zu diesem Filtertausch. Es gibt diese Kartuschen Completo Tutto zum Kaufen. Die gibt's mit Gehäuse und als Austauscher. Das heißt, ich kann dann mit dem Schlüssel das da unten aufdrehen. Dann muss ich nicht das Gehäuse kaufen. Das heißt, es ist halt dann auch etwas umweltfreundlicher, weil ich ja nicht noch mehr Plastik dann habe, sondern ich kann einfach diesen Einsatz tauschen. Wenn mir natürlich das Ding runtergefallen ist und ich brauche das Gehäuse, gibt es auch. Für alle 4 Kartuschen. Ich würde dann mit der Anlage über eine Wanne oder einen Boden gehen, wo ein Ablauf ist, weil wenn ich das aufschraube, kommt da erstmal ein Schwall Wasser raus. Ja, jetzt in dem Fall ist ja noch alles trocken. Aber wenn ihr das dann tauscht, würde ich halt wirklich schauen, ich stelle eine Wanne drunter oder so, dass wenn ich das aufschraube, dass das, was da jetzt noch Wasser drin ist, dass das dann runterläuft und nicht irgendwo am Teppich, Boden, Laminat, Echtholzplakette und ihr dann hinterher ein Riesenproblem habt. Das wieder gescheit zuschrauben, fertig. Wie gesagt, dann gibt es die Membrane auch einzeln, aber nicht als Refiller. Sondern die gibt es nur so. Dann kommt der C2, Deckel wieder runter, sauber aufstecken, schnapp, C2, ah, Deckel runter. Dabei bist du so ein cleverer Kerl, Michael. Ja, jetzt mach ich ihn gleich runter. Dann die Membrane. Die ist ein bisschen dicker, weil die muss ja auch ein bisschen was können. Hier ist mitgedacht worden, installiert am. Man soll es ja alle Viertel, halbe Jahr tauschen. Wasserfesten Stift nehmen, Inbetriebnahme. Schreibt euch das drauf, weil das vergisst man. Jetzt drehe ich das Ganze mal auf den Kopf, weil wir haben ja kein Wasser drin. Wir haben hier den Anschluss fürs Netzteil. Haben wir in der Schachtel. Steckt mal dann an, dann haben wir schon mal Strom. Dann haben wir Inlet. Das sind diese Sicherheitsverschlüsse. Das heißt, ich muss den Ring nach unten drücken und kann dann den Schlauch rausziehen oder den Schutz. Weil wenn ich das nicht festhalte, dann kann ich da anziehen, was ich eigentlich will, weil durch das geht der Ring dann raus und dann sperrt sich es innen drin. Ja, weil wenn Druck kommt, druckt es auch auseinander, dass es dann fest ist. Also muss ich den Ring nach unten drücken und dann kann ich es rausziehen. Das wäre Inlet, das heißt Wasserhahn, Adapterus draufschrauben auf den Wasserhahn.
meinen weißen großen Schlauch anstecken und dann gehe ich hier rein. Dann habe ich schon mal die Wasserseite, also Druckseite. Ja? Pure und Waste. Waste Abwasser, Pure reinst Wasser. Schöne Aufhänger, das heißt, wenn ich es montieren möchte an der Wand, kann ich zwei Dübellöcher setzen und hänge das Ding schön an die Wand, dann ist es aufgeräumt. Wenn das Ding dann sauber an der Wand hängt, dann kann ich mir meinen Schlauch auf die Länge abschneiden, dass es halt für Abwasser und für Reinstwasser reicht. Und dann hängt das Teil im Endeffekt an der Wand. Die Osmoseanlage reinigt das Wasser um 99%. Dann haben wir 1%. Meistens sind diese 1% Silikate. Wenn man Kupferleitungen im Haus hat, geht meistens ein wenig Kupfer mit durch oder Alu oder Eisen. Und um das dann noch letztendlich wirklich rauszufiltern, brauchen wir ein Harz. Dieses Mischbettharz hat die Eigenschaft sozusagen, diese Stoffe zu nehmen und andere Stoffe, die dann eher unproblematisch sind, abzugeben, weil es muss ja getauscht werden. Es schaut aus wie so kleine Kristalle. Ja, da sieht man es vielleicht ein schön, wenn ich es so mache. Und das sind Ionen- und Kationenharze gemischt, deswegen ist es ein Mischbettharz. Dieses Harz sorgt dafür, dass das Wasser, im Endeffekt das Reinstwasser, dann durch den Filter durchgepresst wird. Also es muss da durch. Wenn es da durchläuft, zieht es dem die Stoffe raus. Das heißt, es sollte eigentlich nach dem Harz ein Mikrosiemens, ein Leitwert von 0 rauskommen. Also wirklich 0. Bedeutet also, diese Stoffe werden darin gespeichert, sprich, auch das ist ein Tauschmedium. Sozusagen, genau. Weil wenn das Ding gesättigt ist, gehen die Stoffe dann ja wieder durch. Das heißt, ich muss den Harzfilter tauschen. Da gab es ja schon mal das Video von mir, dass ich gesagt habe, baut euren Harzfilter hin und dann nehmt danach den Indikator-Harz-Resin-Filter. Der schwenkt dann, wenn der gesättigt ist, fängt der an, orange zu werden. Der ist jetzt so leicht bläulich und dann wird der orange. Und wenn ich weiß, der wird orange, dann sollte ich aufhören, muss den erstmal tauschen. Warum mache ich nicht alles voll Indikatorharz? Weil das relativ teuer ist. Aha. Also es gibt es von Arca leider auch nicht als Nachfüller. Das heißt, wenn der aufgebraucht ist, müsstet ihr von Arca einen komplett neuen kaufen. Dann steht oben auf dem Teil drauf In und Out. Und dann muss ich natürlich vom Reinstwasseranschluss in den Inlet, also rein, dann geht das Harz einmal durch den Filter durch und dann Out. Bedeutet also, ich installiere dieses Harz natürlich nach der Osmoseanlage, weil vorher würde ja auch das Wasser, was dann outgesourced wird, auch mit Harz versorgt werden. Genau. Ich habe hier noch was in der Hand. Das ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Da könnt ihr nämlich eure Lebenszeit des Harzes um einiges verlängern. Also das ist jetzt unsere Osmosestation. Im Endeffekt ist nichts anders. Ich habe jetzt hier unseren Wasseranschluss, wie gerade schon erklärt. Die zwei dicken Schläuche, einer geht in die rein. Und einer geht in die rein. So, dann haben wir hier genauso Feinfilter, Kohlefilter und nochmal einen Sedimentfilter bei denen. Und dann geht es in die Membrane. Eine, zwei. Das ist ein TDS Micro Siemens Inline Messer. Das heißt, der misst mir gerade den aktuellen Wert, der hier durchläuft. Den aktuellen Leitwert. Genau, der jetzt in dieser Leitung steht. Der wäre jetzt gerade bei 4. Man muss jetzt sagen, das ist jetzt der Wasserausgang der Membrane. Also da kommt jetzt das Osmosewasser raus, weil das Abwasser geht da hinten runter. Und kommt dann hier raus. Also das ist unser gewünschtes Wasser. Jetzt pass mal auf, wenn ich hier jetzt aufdrehe, kommt jetzt hier Wasser raus und hier. Und jetzt pass mal auf, was da passiert. Deswegen lasse ich jetzt gerade auch beides weglaufen. Die spült jetzt noch, weil sie hat immer so ein Autoflush. Aber jetzt pass auf, jetzt sind wir schon bei 10, 15, 24, 36. Jetzt produziert sie eigentlich richtig. Jetzt ist der Spülvorgang vorbei, aber guck mal, was passiert. 135, 129, 120. Jetzt geht es ja schon wieder runter. Das Wasser, wo jetzt da rumkommt und ich würde es nicht weglaufen, geht in euren Harzfilter. Was macht das Harz? Es zieht genau diese Stoffe heraus. Das heißt, ich gebe ihm einen riesen Anfangsinput, dass das Harz aufnehmen muss. Was es macht, wenn es frisch ist. Aber wenn ich so eine Menge reinschiebe, sagen wir mal ein Liter mit der Menge, ist ihm gegenüber, wenn ich dann nur mit 4 reingehe oder mit 3, habe ich halt schon ziemlich viel verbraucht. Aber warum ist das so? Wo kommt plötzlich diese Ansammlung her? Durch das, dass der Druck los ist, fällt der Druck, wie vorhin erwähnt, wenn der Druck nicht stimmt, funktioniert das mit der Membrane auch nicht richtig. Von der Theorie her dürfte das eigentlich nicht passieren, weil das, was in der Membrane passiert, die spaltet es ja auf und das funktioniert ja nur bei einem idealen Druck am besten. So, und wenn die drucklos wird, sollte das ja eigentlich nicht passieren, weil kein Druck ist, dass es durchgepresst wird. Aber es ist, so wie es aussieht, passiert das, und da habe ich jetzt schon mit ein paar Leuten drüber geredet, dürfte eigentlich nicht passieren, aber es passiert, weil sonst würde das ja nicht passieren. Durch den nicht mehr vorhandenen Druck diffundieren Stoffe durch und dann kommen die im Endeffekt in dem Reinstwasser mit raus. Deswegen habe ich jetzt diese Dinger hier in der Hand. Wenn du jetzt hergehst und machst es vor Haus auf, dass du die ersten 5 Minuten weglaufen lässt, dann bist du eigentlich schon mal safe. Der Wert ist ja jetzt schon wieder bei 6. Weil jetzt sind wir ja schon wieder bei 6. Jetzt, wenn es nur 5 Minuten wartest, dann sind wir wahrscheinlich bei 3. Dann kann ich jetzt sagen, okay, die 3, die schicke ich jetzt da durch, weil besser wird nicht. Aber wenn ich jetzt den Anfangsschwung da schon durchgelassen hätte, dann kriege ich halt in mein Harz nicht vielleicht 1000 Liter durch, sondern halt vielleicht dann bloß noch 500 oder 600 Liter.
ist halt wieder Geldfaktor. Man kann das halt schön überwachen mit denen zwei Teile. Bauen wir den am Eingang hin, dann habe ich hier ein Y-Stück und zwei Hähne. Das heißt, mit dem Hahn habe ich jetzt den Weg zum Harz gesperrt, dafür läuft es weg. Wenn jetzt der Wert dann passt, kann ich jetzt den aufmachen und den zumachen. Jetzt läuft es durch den Harzfilter. Zusätzlich zu dem Indikator und könnte den jetzt sozusagen nach dem Harzfilter einbauen, dann weiß ich, wenn der Harzfilter auch schon wieder was durchlässt, weil wenn ich hier 4 reinschicke und es kommen danach keine Nullen mehr raus, dann weiß ich, dass er auch bald durch ist. Also könnte man sich das Indikator Harz sparen. Genau, oder halt eventuell als zweite Sicherheitsbremse. Ja, weil wenn ich ja da erst sehe, ist es ja im Endeffekt schon durch. Ja, könnte ich dann mit dem Indikator Harz trotzdem arbeiten. Der ist nicht dauerhaft an, sondern ich muss den immer einschalten. Der zeigt mir dann an, was gerade aktuell durchläuft. Das ist jetzt kein hochpräzises Messgerät, sondern das ist ein Anhaltspunkt. Weil wenn wir ein 100%iges TDS-Messgerät haben wollen, dann gibst du da auf jeden Fall mehr Geld aus, als was das kostet. Ich habe das jetzt umgestellt, das Wasser läuft jetzt durch den Harzfilter. Ich habe jetzt den Indikator dran, ich habe keinen danach mehr dran, weil es gibt noch ein schönes Werkzeug. Sind wir wieder bei unserer ICP. Gibt es einen reinen Osmosetest. Dann könnte ich den separat wegschicken, dass ich weiß, was rauskommt. Dann kann ich das überprüfen, ob das Harz auch wirklich gut funktioniert. Wäre eine Möglichkeit. Oder über den Totaltest ist ein Osmose, also ein Roh, immer mit drin. Also dann könnte man das Becken testen ohne das Osmosewasser. Weil wie schon erwähnt, wenn das Ausgangswasser bescheiden ist, kann es dann besser werden im Becken. Weil es verdunstet ja nur Wasser und wir kippen Osmosewasser nach. Die Stoffe bleiben im Becken. Wenn ich über das Osmosewasser dann Stoffe mit ins Becken bekomme, die ich eigentlich nicht brauche, werden die immer mehr und immer mehr und immer mehr. Dann haben wir ein Problem. Das war jetzt mal wieder sehr umfangreich, aber es geht jetzt in die Richtung, dass wir Becken füllen. Jetzt wisst ihr schon mal Bescheid, dass ihr eine vernünftige Osmoseanlage braucht mit einem passenden Harzfilter dahinter, dass wir ein super tolles Ausgangswasser hinkriegen. Wir verlinken so weit, wie es geht, alles unten drunter. Wenn ich irgendwas verpennt habe oder irgendwas unverständlich war, wie immer, E-Mail schreiben, reinrufen, nachfragen, kostet nichts. Im Gegenteil, lieber einmal eine Frage zu viel als eine zu wenig, weil wenn man es falsch macht, bringt es halt auch nichts. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beschließen das Ganze für heute. Ich wünsche euch wieder einen supergeilen, entspannten Start ins Wochenende. Euer Michael, bis dahin, aber die Ehre. Passt das ganze Zeug eigentlich aufs Regal jetzt drauf? Nee.